Ein Beben ist längst überfällig, meint der Istanbuler Geologe Celal Şengör. Er rechnet damit, dass sich die Kräfte der Kontinentalplatten innerhalb der nächsten 30 Jahre entladen. Es wäre ein Jahrhundertbeben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 60%. Das wird natürlich eine echte Katastrophe sein, eine Apokalypse. Nicht? Man hat berechnet, dass ungefähr 8000 Gebäude werden total zerquetscht. Und viele anderen werden sehr ernst beschädigt. Es wird Panik auslösen. Istanbul hat auch Gasleitungen, Erdgasleitungen unter der Stadt. Die werden bersten. Wenn das passiert, man hat Feuerbrunnen mitten der Stadt. Celal Şengör möchte wenigstens das Schlimmste verhindern. Seine Mission? Aufklären über die Gefahr. Seit Jahren mahnt er die Behörden, Istanbul auf die Katastrophe vorzubereiten. Die erfüllen ihre Verantwortungen nicht. Die tun nichts. Das ist es einfach. Man kann hunderte von Beispielen geben. Zum Beispiel einen Rettungsplan gibt es nicht. Also ich als Bürger nicht gekriegt. Ich hab keine Ahnung, was ich tun würde während des Erdbebens oder nach dem Erdbeben. Und so stellt sich der Geologe das Erdbebenszenario vor. Besonders gefährdet sind die Menschen der ärmeren Viertel. Celal Şengör zeigt uns die maroden Häuser im Stadtteil Balat. Das ist wirklich eine Einladung zur Katastrophe. Die Gasleitungen unter den Straßen und Häusern bersten. Die Leute werden nicht nur zerquetscht, sondern die werden auch verbrannt. Der Bruchprozess ist ein sehr komplizierter und ein sozusagen chaotischer Prozess. Das heißt, chaotisch heißt, es ist deterministisch. Es ist erklärbar. Es hat mechanische Gründe. Aber das sind so kompliziert und so viel von den Anfangsbedingungen abhängig, dass wir es nicht vorhersagen können.